und herzlich willkommen. Mein Name ist Anton Mythos und wir spielen wieder Oxygen Not Included. Und wie ich sagte, wir sind schon fast durch. Ich weiß ganz genau, dass wenn sie hier stehen können, dann machen sie das und das Ding fertig und genau das letzte Teil vom Rohr wird nicht fertig werden. Mir ist aufgefallen, dass im Prinzip ja die Temperatur nicht anders ist. Und jetzt würde ich erstmal gleich reinsuppen wie Sau. Hoffe ich, dass die das jetzt irgendwie dann noch geregelt kriegen. Hier oben ist schon der Druck so hoch, dass das wohl kaputt geht. Sehr geil. Der Druck ist da oben zu hoch. Ja, weil der Scheißgeil sie einfach weitermacht, obwohl eigentlich... Ich weiß auch nicht. Das ist voll seltsam mit dem Ding. So, es ist das Wasser schon mal hier drin. Das ist schon mal sehr ungeil. So, und letztes Jahr kommen sie nicht ran. Jetzt versuchen wir das nochmal auszugraben hier vorne. Und hoffen, dass das irgendjemand durch diese nicht allzu tiefe durchlaufen kann. Ansonsten haben wir ein Problem. Habe ich jetzt nämlich bloß ein größeres Loch gemacht, dass das noch mehr speichern kann. Wenn sich jetzt jemand beeilt, kommt er noch ran. Andererseits, ihr seht, ist das trotzdem nicht viel kühler, wenn ich das hier rumleite. Schicht bloß nicht nochmal durchs Kochend Heiße. Wobei jetzt hier 30 Grad drin liegen, warum auch immer. Das muss ich nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz plötzlich, eben wandelt. Keine Ahnung, ernst, das ist ganz eigenartig. Und jetzt zählt es nämlich auch nicht, jetzt habe ich Googles Bullshit gebaut im Endeffekt. Gut, finde ich sehr schön. Ich habe überlegt, das Ding hier zu verschieben. Problem ist, dass das hier unser Hauptabzug ist vom Kohlendioxid. Das heißt, ich möchte den nicht nochmal im kalten Biom haben, sondern irgendwo, wo es nicht so kalt ist. Und da liegt das Problem drin. Da liegt nämlich mega das Problem drin. Ist doch jetzt einfach mal alles kacke, was wir hier gemacht haben. Also das ist, was ich einfach absolut hasse mit diesem Druck und das alles. Das ist nämlich... Ihr sagt, die Umwelt ist kaputt, das heißt, ich müsste das neu setzen, wenn ich das bräuchte. Ich müsste, ich komme da nicht ran, ist doch alles ein bisschen scheiße, so. Könnt ihr jetzt den Scheiß wegwischen, oder dann könnt ihr hier durchgehen und so, aber... Das ist nicht Sinn der Sache. Das wird halt einfach nicht kälter da drin, das liegt im kalten Biom, wisst ihr, eigentlich, und... Nicht kühl, die könnte das in die Mitte legen sollen. Oben rum, runter in die Mitte. Meinst du, was das gekühlt hätte? Das habe ich nämlich bei meiner Einmann-Armee auch schon gemacht. Das ging ja irgendwie ganz gut. Das heißt, ich darf das jetzt hier nochmal umsetzen, das Teil. Beziehungsweise ich brauche mehr von den Dingen, Algenterrarien. Und ich werde jetzt meinen Slime-Wandler bauen. Die Frage ist nur, wohin, weil das Ding macht... Irgendwas macht das. Mal gucken. Slimewandler. Biodestille. Man braucht 600 Gramm, braucht 120 Watt und benötigt einen Flüssigkeitsausgangsrohr, was nicht das Problem darstellt, weil das haben wir sowieso irgendwo. Wir mal nur gucken, wo wir den Schrott hinstellen. Ich hab jetzt gedacht, ich mach das direkt hier vorne hin. Könnten das eigentlich direkt hier so hinstellen. So hinflanken und bam, 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 bam. Einfach mal so, ne, random hingefeuert. Einfach mal ganz frech, sag ich mal. So im Grunde ganz einfach. Brauchen wir. Ich brauche nochmal ein geteiltes Stromkabel nach unten. Damit auch das funktioniert. Das heißt, wir machen jetzt die Priorität relativ weit hoch. So. Dann will ich nämlich, dass. Jetzt ist plötzlich die Dinger erreichbar angeblich. Aber hier sind jetzt ein bisschen kühler geworden in dem Bereich. Das ist schon mal ja nicht schlecht. Wer weiß, Mann, wer weiß. Ungültiger Konstrukt. Achso. So, das wird gemacht. Dann können wir nämlich vielleicht die Maschine weglassen und hier und einfach da drinnen nur diese Algenterrarien hinstellen. Erstmal.
Ist natürlich blöd, dass sie die Dinge andauernd füllen müssen, aber das wird schon gehen. Hier müssen sie auch andauernd hinrennen jetzt. Ich werde halt einfach versuchen, hier einen Storage hinzupacken und dann, dass das halt so funktioniert irgendwie. Erstmal als kleine Notlösung, weil wir brauchen ja dann massenhaft Algen. Weil Slime wird ja unendlich produziert, gefühlt. Wir haben ja hier 15.000 Schleim und 9.000 Algen im Augenblick, also. Wir machen den jetzt hier mal kurz aus. Wir gucken mal, wie weit sich die vier Dinger halten. Nehmen den Fernhandel Priorität, wird man nicht können, sehr schön. So, theoretisch müsste jetzt, dadurch, dass der jetzt aus ist, der macht ja auch Wärme. Müsste sich daher ein bisschen abkühlen, also er müsste keine Wärme mehr, aber macht er eigentlich Wärme? Weiß ich nicht. Behaupte einfach mal ja. Gucken jetzt einfach mal. Fehlt natürlich hier ein bisschen das Kalte, ne? Das ist das Problem. Du kannst ja kein Eis neu hinsetzen. Das ist ein bisschen doof eigentlich. Das fehlt so, das fehlt irgendwie. Du kannst es zwar zerlegen, aber du kannst es nicht wieder neu hinpacken. Das ist so ein bisschen doof. Könnte versuchen, hier mit dem komischen, wo ist denn das, hier mit dem Hydro-Lüfter irgendwie die Wärme wegmachen. So ein bisschen lüften, aber das ist voll für den Arsch eigentlich. So, dann brauchen wir hier noch Sanitär. Und zwar hätte ich dann gerne das hier. So. Das müsste funktionieren. Dann machen die. Blub. Trench Stench, sehr schön. Finde ich ja gut. Wir bräuchten vielleicht noch ein bisschen mehr Keuch. Weil mal hier ist es nämlich. Das ist relativ kühl tatsächlich, aber wir müssen halt irgendwie versuchen, das jetzt mit dem Keuchwurz ein bisschen zu umgehen. Und das noch dazu holen, wenn ich noch was finden würde. Hier ist jetzt leider alles leer. Leer! Warte! Und draußen muss ausgerechnet jetzt irgendeiner Müll holen. Das ist schön, das mag ich. Ich muss ja auch mit noch einen Dienstag aufnehmen, ja. Oder ich hätte auch Fenster zumachen können. Oder ich hätte. Oder. Oder. Das hier durchgraben so. Und hier das Keuchwurz holen. So. Und dann hier nochmal so eine Leiter machen. Und dann nochmal. So, und dann machen wir jetzt alles nochmal mit einer Priorität, die nicht ganz so hoch ist, vielleicht. So ein bisschen so. Schon passt das. Dann machen sie das nämlich nebenbei, dann holen sie da das Keuchwurz und bauen unten ein. Vielleicht hilft das auch ein bisschen. Muss ja helfen, eigentlich. Muss jetzt bloß halt zusehen, dass sie das ein bisschen, hier, ich kann auch die hier oben wegnehmen, eigentlich. Weil die machen sowieso nicht mehr so Fülle aus, eigentlich. Wobei das schon geht, ja. Wir lassen sie stehen, ganz einfach. Kommt jetzt hier an, 36 Grad. Irgendwie habe ich es geschafft, dass das Dings hier runterkommt. Der wird ihn nicht kriegt. Das Erdgas, wie kommt das her? Geht hier oben ist doch zu. So, da kann der also nicht rauskommen. Das muss also von unten nach oben gekommen sein. Auch nicht. Der ist dicht. Ist das nicht schön? Hört man das eigentlich? Kann das jetzt leider ja nicht nachgucken. Hier ist Erdgas-Geysir, ja. Das ist durchbrochen, das Ding. Das Wasser abgestürzt ist komplett. Oh Mann, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt habe ich genau das scheiß Erdgas drin. Leck mich damit am Arsch. Muss ich sehen, dass ich das auch noch loswerde. Alles geht schief, alles nimmt Überhand. So, was wollen wir hier? Bloß noch Strom drauf. Mach halt erstmal ganz klobig. Erstmal
erstmal mit einem Stromkreis anschließen. Jetzt ist der ja aus, das heißt, das ist ja bloß an die Pumpe. Zusammen müssen sie die 1000 hier knapp erheben. Also, wir sind dann irgendwann bei 800, fast 900 Watt müsste das sein und ein Kabel kann ja dann 1000 tragen. Das müsste eigentlich funktionieren. Müsste es immer so ein Wadute, ja. Oh mein Gott. So, bitte, dann sind sie hier oben dabei, das Keuchzeug zu holen. Keuchzeug. Haben wir da wieder zwei Keuchis mehr, das heißt, wir haben dann 4 von 6er. Und dann müsste vielleicht ein bisschen irgendwas passieren. Bis dann nur wieder bei 35 Grad. Yay. Die Gradzahlen fallen, das ist doch schon mal ganz gut. Weil das jetzt hier irgendwie scheinbar kühler geworden ist, warum auch immer. Jetzt ist hier das Erdgas drin, das ist alles bei 60 Grad hier und das ist irgendwie bei 95 Grad, sehr schön. Das ist wirklich der frische Dampf, der rauskommt. So, die Maschinen sind beliefert. Das heißt, die können jetzt theoretisch angehen. Geht nicht an, weil noch kein Schleim geliefert wurde. Okay, gut. Das heißt, die kann jetzt hier einen Verdichter machen. Und den ganzen Slime darin packen. Dann kann der Slime nämlich hier stacken. Und dann einfach immer hier reingebracht werden, weil sobald es nötig ist. Ja, glaube ich, das Einfachste. So, das heißt, wir geben den jetzt nach Prioritäten. So. Der bekommt eine 6er Priorität. Organisch. Schleim. Achso, ich denke, warum sind denn da 0? Aber ja, hat er noch nichts geliefert. Das ist die Frage, wo habe ich den Schleim gelassen? Hier drin? Hier ist Schleim drin, ne? Was hat er für eine Priorität? Oh, 6er. Wir machen den mal auf 7, weil wenn der dann voll ist, was er ja irgendwann wird, sein wird, dann bringen sie das runter. Und wenn er dann voll ist, dann ist es. Und die arbeiten jetzt hier schön vor sich hin, so. Das heißt, wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Abfallwasser. Die machen jetzt Algen. Das ist sehr gut. Grad laufen hier durch. Das wird kühler. Sehr gut. Das liegt aber auch, wie gesagt, daran, dass das irgendwie hier vorne jetzt kühler geworden ist. Ein kleines Stück. Das hier hingegen ist wärmer. Blöd ist, dass du die Keuchwurz nicht einfach jetzt so einbauen kannst, so wie es jetzt ist. Ich hätte das schon gerne so gemacht, dann hätte ich gleich die ganze Wasser gekühlt damit. Aber die können ja nicht im Wasser stehen, die Dinger. Wisst ihr, dass ich sage, ich mache hier so ein Teil hin? Da kommen sie eh nicht ran. Kommen sie eh nicht ran, hat sich erledigt. Ja, das ist echt scheiße teilweise. So, das heißt, Ditte läuft. Dann möchte ich zwei weitere Algenterrarien auf jeder Seite. Dann kriegen wir damit vielleicht auch ein bisschen Sauerstoff zusammen wieder. Ich weiß ja nicht, was macht ein Algenterrarium? Ein Algenterrarium erzeugt 40 Gramm Sauerstoff. In Duplikat wohl über 200, glaube ich, am Tag. Das heißt, ich brauche tonnenweise von diesen Dingern. Machen wir auf 7. 7 müsste ausreichen zum Beliefern. Will's nicht übertreiben. Wäre schön, wenn man hier die Dinger kopieren könnte. So, vielen Dank. Mal Luki Luki machen hier. Ein bisschen beobachte die ganze. Sie lassen auch gerne nichts mal offen, damit wir sehen, wie viel Schleim wir haben. Und hier noch. Bitte keine Priorität, doch hab ich. Sehr gut, guck mal. Ist doch schön. Die müssten jetzt eigentlich ausreichen, um das wegzumachen.
den täglichen Bedarf abzudecken, also um den täglichen Kohlendioxidbedarf abzudecken. Das ist halt die Frage, ne? Tauschte Strom gegen Muskelkraft oder wie oder was machst du? Oder das ist alles ein bisschen. Ja, der Rohr fertig gebaut. So, das heißt, hier kann grundprinzipiell hier oben das Rohr trennen. Dann geht das halt die andere Richtung. Ups, das haben wir ja nicht angeschlossen. Sanitär! So. Das oben, nicht oben das Wasser schon weggelutscht oder warum geht ihr da nicht hin? Komisch. Seltsam. Naja, das bricht jetzt hier unten alles kaputt. Von unten ist mir das scheiße, ja. Da kann sich von hier aus 100.000 Liter bilden. Ja. Das ist mir völlig Wayne, aber das ist nicht so ideal. So, das heißt, das läuft jetzt, das müsste jetzt andersrum laufen, genau. Läuft jetzt so rum. Bedeutet, das läuft jetzt hier durch die 40 Grad, anstatt nachher durch die 60 Grad, die dann nachher wieder da sein werden. Okay. So, das ist jetzt bei 33 Grad und warum auch immer ist das hier immer noch nicht mit dem. Die sind fast durch, das ist gut. Irgendjemand hat die Wii schon geholt. Das heißt, die brauchen hier ja nicht weiter graben, diese beiden Dinger. Bin völlig für den Arsch. Grab mal lieber nach oben. Ah, das ist anstrengend, ja. Das ist immer so zu managen, dass es auch was wird, weil ich bin echt schlecht darin. Tatsächlich. Hätte ich im Grunde nicht gedacht, dass ich so blöd bin zu blöd bin für sowas, aber offensichtlich. So, jetzt müssen wir mal langsam mal gucken, jetzt bei dem ganzen Stromverbrauch. Kommt noch hinterher, also das läuft noch. Also ist durchschnittlich voll die Kiste, ha? Ist gut. Lüft, lüft, lüft. Im Grunde hätte ich oben auch den Filter jetzt abreißen können, um alles wieder hierher zu filtern. So, jetzt aber wirklich langsam Zeit, dass das mal hier wieder kühler wird. Dann ist bei 11 Grad. 11,3 Grad, das ist nicht gut. Das dauert noch, bis das runtergekühlt ist, muss ich ja in die Umgebung erst wieder. Na, weil die Dinger schaffen ja auch nicht alles hier. Das wird alles eins weiter dauern. Wenn hier ist jetzt noch mal ein bisschen kühler demnächst, weil wir jetzt da diese die Dinger haben. Das wird also jetzt langsam wieder. Und die Maschine ist jetzt aus, die wird also keine Wärme produzieren. Dementsprechend, also das langsam werden wir das hinkriegen. Und wie gesagt, ich finde es schade, dass man hier kein Eis wieder hinstellen kann. Ist ein bisschen, dass man die Blöcke, wie sie waren, nicht wieder hinpacken kann. Das ist ein bisschen bekloppt eigentlich. Natürlich wäre das seltsam, aber du könntest doch, man könnte eine Maschine machen, die zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt hier so ein TSX, so ein Eisformer oder so, und dann machst du, nimmst du das Eis, was du noch hast, sobald wie das, was hier drin ist, und packst es wieder hin. Ne, das wäre ja gar nicht so schlimm. Das hier jetzt drin, da ist auch Eis drin oder so, ne? Aber naja, wir wollen uns mal nicht beschweren. Funktioniert ja im Prinzip jetzt erstmal. Wird ja jetzt Stück für Stück langsam sich verbessern. Mal wieder. 32 Grad, hier geht langsam runter. Gucke halt, was hier durchlüft, ne? Weil das ja hier extrem gekühlt werden muss von den Dingern. Lüftet ja hier durch ein Kältesystem durch und dann ist das ja schon okay. So, könnt ihr vorne noch welche aufstellen, was völliger Quatsch ist. Hier oben könnt ihr noch welche hinstellen eigentlich. Und prinzipiell, dass das von vornherein schon mitgekühlt wird, ein Stück. 42 Grad Inhalt, ja. Weil das hier unten wird so warm bleiben. Das wird sich nicht runterkühlen. Geht nicht. So, irgendwann mal gucken. Wir haben noch jetzt hier auch nebenbei weitergegraben, ne? Das war ja das, was zu ist, was wir nicht mehr machen wollten. Hier sind wir jetzt, ja. Hoch unten angekommen. Das gibt's doch nicht, Mann. Das gibt's doch echt nicht. So.
Haben sie bis hier gegraben? Hier sind sie auch schon am Neutronium dran. Das heißt, man könnte jetzt rein der Theorie halber so weitermachen. Ja. Und hier nochmal eine Reihe runter machen. Mal sehen, was da ist. Und nochmal eine Reihe hoch dann theoretisch. So, das haben wir eingebaut. Das ist erstmal dicht, sag ich mal. Können wir hier nochmal ein bisschen mit einer Sima-Priorität weiterbauen lassen. Sind wir auch da fast oben. Genau wie hier sind wir im Grunde auch schon oben. Machen wir jetzt nochmal ein Stück. So, um wirklich den kompletten Radius zu sehen. Und dann fangen wir mal an, irgendwo komplett zu graben. Alles ausgraben, komplett. Ich hab's Fenster verschoben, sehr schön. Ich muss ich da gleich mal gucken, wie viele Minuten wir jetzt dadurch hatten. Schön blöd, ja, aus Versehen das Fenster gegriffen. 20 Minuten. Gut, dann würde ich sagen, ich lasse jetzt erstmal ein bisschen buddeln. Gucken wir das mit dem Wasser nochmal an und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen, Leute.